Hi, wir sind jetzt in der Maske. Heute ist der vorletzte Drehtag von Bibi und Tina. Wir haben jetzt 7.57 Uhr. Ich wurde halt ziemlich früh abgeholt. Genau, wir brauchen jetzt ungefähr 50 bis 60 Minuten. Wir sind schon mit dem Make-up fertig und jetzt sind wir bei den Haaren. 50 Minuten sind eigentlich relativ lang. Meistens, wenn ich so früh abgeholt werde, dann höre ich noch Musik oder schlafe so ein bisschen, um nochmal sich zu entspannen. Vor dem Drehtag, bevor so viele Leute um dich herum sind, kann man noch mal kurz chillen. Also ich meine, Tina hat auf jeden Fall immer die roten Haare und die Locken, was mir dann auch immer hilft, in die Rolle zu schlüpfen. Und vom Make-up ist eigentlich ziemlich schlicht gehalten, nicht zu viel, damit man halt ein bisschen fresher aussieht. Ja. Vor allem im Sommer ist es eigentlich ziemlich Holger. Ja, ich muss auch arbeiten. Meistens im Sommer ist es ja immer ziemlich. Der letzte heute, vorletzte, nicht der letzte. Einfach ignorieren. Ich sitze übrigens schon seit anderthalb Stunden in der Maske. 5:30 Uhr, Abholung 4:10 Uhr. Meistens im Sommer ist es eigentlich ziemlich schwierig, weil es natürlich die Sonne scheint und ich zum Beispiel ziemlich schnell braun werde. Deswegen werden wir eigentlich auch immer eingecremt mit Sonnencreme und wir müssen uns eigentlich ziemlich im Schatten aufhalten. Es könnte ein Problem sein, wenn ich braun werde wegen Anschluss, weil wir ja nicht chronologisch drehen, also nicht in der Reihenfolge. Und dann wäre die Gefahr, dass ich am Ende zum Beispiel braun bin und in der nächsten Szene nicht mehr so braun. Aber dieses Jahr war es gar nicht so schlimm oder so schwierig mit der Sonne, zum Glück. Deswegen bin ich gar nicht so braun geworden und habe nicht so Probleme damit gehabt. Ja.